Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. So, da geht's auch schon wieder los mit der nächsten Schnäppchenshow hier bei Pearl TV. Dieses Mal geht es um 10 Euro und jeden einzelnen Artikel haben wir auf genau diese Summe für Sie reduziert. Ganz gleich, was er vor ein paar Momenten noch gekostet hat. Sie können gerne auch in dieser 10-Euro-Überraschungsshow bis zu 5-mal pro Besteller zugreifen pro Artikel, es sei denn, wir sagen Ihnen etwas Gegenteiliges. Und wir drei haben leider überhaupt keinen blassen Schimmer, so wie das immer ist, was wir Ihnen zeigen werden. Wir lassen uns genauso überraschen wie Sie, aber eine Dame weiß das ganz genau. Und die grinst schon da hinten, das ist nämlich unsere Diana. Und die holen wir jetzt mal dazu. Sie wissen, Sie bestellen bei uns gebührenfrei unter 0800 51 51 und dreimal die 4. Ja. Und starten wir jetzt mit einem mittelgroßen Paketchen. Hallo Diana. Ich bin gespannt, wo die Reise heute hingeht. Ja. So, ach, ich sehe ein Handy, spannend. Aber ich glaube, darum geht's nicht, ne? Guck mal, da gibt's was richtig Süßes. Och. Ich glaube, das ist ein Thermo- und Hygrometer, wenn ich es richtig sehe. Guck mal, wie goldig. Kennt ihr das schon? Nein, das ist mir persönlich neu. Und es so klein. Bevor das untergeht, mal, es geht um ein Zweier-Set. Es sind zwei Stück wohlgemerkt. Okay. Hier. Sogenannter Mini-Thermo- und Hygrometer mit Komfortanzeige auf einem LCD-Display. Nicht nur da. Und das wird ganz einfach per Bluetooth quasi mit deinem Handy gekoppelt, sodass du nicht jedes Mal zu der Anzeige, zu dem eigentlichen Hygrometer und Thermometer laufen musst, um zu sehen, wie sieht es mit Temperatur und Luftfeuchte aus. Das ist ja genial. Sie können einfach mal zum Handy greifen und mal schauen, wie sieht es denn aktuell mit den Ist-Daten so aus, um entsprechend dann auch schnell reagieren zu können, was natürlich mal großartig ist. Also hier, Wohnraum, Schlafraum und Lagerraum oder Speicher und dann einfach auf dem Handy schauen. Es ist ein Zweier-Set, beide sind mit einer App zu koppeln, das sehen wir jetzt. Und das habe ich jetzt noch nie gesehen. Also ich lerne ja auch immer wieder Sachen neu kennen. Ja. Und da muss ich ehrlich sagen, genial, weil man sollte ja wirklich gerade die Zimmertemperatur, die fühlt man vielleicht, aber die Luftfeuchtigkeit regelmäßig im Griff behalten. Ja. Im Moment haben wir zwei Risiken. Einerseits zu trockene Luft durch die Heizungsluft, weil er die Wärme bindet. Andererseits, wenn man vielleicht zu wenig und lüftet und zu wenig heizt, dass man Kondenswasser, also hohe Luftfeuchtigkeit hat und dann Schimmelgefahr. Und deshalb ist es jetzt, glaube ich, gerade doppelt so wichtig. Ja, man hat ja im Moment wirklich das Problem, dass man die Heizungsluft, die man zu Hause dann irgendwie in die Räume reinpumpt, auch ganz schön teuer bezahlt. Und insofern verstehe ich, dass der ein oder andere denkt, ja gut, wenn ich jetzt ein Fenster oder eine Tür aufreiße, da geht die teuer bezahlte warme Luft natürlich dann auch schon wieder raus und da fange ich wieder von vorne an. Also macht man vielleicht dieses berühmte Stoßlüften vielleicht dieses Jahr mal etwas anders, wäre ein bisschen kürzer als in den Jahren zuvor und bombs, ist das Problem mit dem Schimmel dann vielleicht auch für den einen oder anderen präsent. Damit kann man es umgehen, indem man sich ganz einfach die Werte im Blick behält, natürlich direkt auf diesem Messgerät selber, aber eben noch komfortabler und das ist für mich das klare Highlight bei diesem Teil, eben auch einfach mal über das Handy. Übrigens optional ist das auch per WLAN-Gateway möglich, dass man weltweiten Zugriff drauf hat. WLAN-Gateway ist hier nicht mit dabei, haben wir separat für Sie im Programm. Da läuft das Ganze über Bluetooth, also mit einer entsprechenden Reichweite. Übrigens speichert hier das kleine Gerät und natürlich auch das Handy, weil Sie die Langzeitauswertung auf dem Handy übertragen haben. Natürlich auch die Daten der letzten 7 Tage sowie die durchschnittliche Tages- und Monatswerte der letzten 365 Tage bzw. der letzten 12 Monate. Also wirklich ein kleines Hightech-Teil, klein und kompakt und ich bin ganz bei dir, Ralf, vielleicht auch mal für den Keller, für den Speicher, für Lagerräume und so weiter bestens geeignet. Also einfacher geht es wirklich nicht mehr und das als Zweier-Set heute. Also all diejenigen, die sich auch mit diesem Smart Home schon beschäftigt haben, die werden sich freuen darüber. Ne? Ich habe gerade mal durch die App durchgeguckt, also was du da für Szenen einstellen kannst, zum Beispiel wenn eine gewisse Feuchtigkeit erreicht ist, dann schalte den Entfeuchter an. Das ist total super. Klasse, oder? Wow. Ja, also sehr interessant. ZX7456 und die 569 einfach und dabei so unglaublich effektiv. Dankeschön, Diana. Vielen Dank. Bitteschön. Also das muss ich jetzt ehrlich sagen, hat mich jetzt geflasht, zumal ich dieses System überhaupt nicht kannte. Hat mich überzeugt, ja. Also Hygrometer, Thermometer sind notwendig in jedem Haushalt, aber das war jetzt optimal. So, mal gucken jetzt hier. Wie spät ist es denn? Eine wunderschöne Wanduhr, aber nicht nur für die Uhrzeit, sondern das Datum sehe ich hier auch noch und sogar noch mit Temperaturanzeige. Schau mal Es ist eine analoge Wanduhr mit digitalen Datum-Temperaturanzeige und im sogenannten Bahnhofsuhren-Design.
Und das ist absolut Auszeichnung. Was spricht für Bahnhofsuhren? Ganz einfach ihre Übersichtlichkeit Design, ne? Ja. Und der rote Sekundenzeiger. Ist dir das schon mal aufgefallen? Weil mittlerweile sind sie fast alle digital in den Bahnhöfen. Ja, du hast nur noch Digitalanzeigen. Aber früher hatte man das. Und das hast du aus 100 Metern Entfernung hast du die Uhrzeit ablesen können. Ja. Also das ist schlichte Eleganz. Und jetzt für 10 Euro. Das ist richtig klasse. Übrigens auch für das Badezimmer geeignet. Ja, hier steht, holen Sie sich Eisenbahnflair ins Badezimmer. Naja, ob ich jetzt unbedingt einen Bahnhof im Badezimmer will, weiß ich nicht. Aber, ja, aber sie ist auf jeden Fall geeignet. Da kann man auch die Temperaturen machen, lesen. Und hier auch noch ein Vorschlag von Rainer aus Fuldatal. Kann man sehr gut auch in der Garage anbringen, um die Uhrzeit dort zu erfahren. Ja. Aber was ich jetzt gern erfahren würde, ist, was der reguläre Preis für diese schöne Uhr ist. 21 Euro normalerweise, finde ich schon relativ günstig für eine Uhr dieser Kategorie. Wäre es jetzt nur eine analoge Uhrzeit oder eine analoge Uhr, würde ich sagen, gut, mit 20, 22, 25 Euro bist du dabei. Jetzt haben Sie hier aber noch ein kleines digitales Feld im unteren Teil und da ist eben auch noch das Datum, also Tag, Monat und Wochentag abgebildet und sogar noch die Temperatur wird hier ganz klar ermittelt, was natürlich auch wieder genau an den Punkt angeht, den wir gerade jetzt eben auch schon mit dem kleinen Messgerät dann eben hatten. Ein sehr, sehr schönes Modell. Finde ich klasse, auch mit diesem Aluminium-Look hier an der Seite. Also richtig, richtig klasse gemacht. Und vor allen Dingen, Moment, lass mich hören. Tick. Es tickt nicht. Tick. Nein, es ist absolut leise und dementsprechend vielleicht auch mal für Schlafräume oder für andere Räume bestens geeignet, wo man das Ticken vielleicht gar nicht unbedingt haben möchte. Ja, wäre für mich auch ganz klar ein Ausschlussverfahren, wenn eine Uhr laut tickt. Die kommt bei mir nicht in die Wohnung. Ich habe so eine einmal gehabt, aber nur eine Nacht lang. Dann wurde sie abgehängt, die Batterie rausgenommen und ist nie wieder gelaufen. Ja. Ja, weil mich das unglaublich nervt. Das ist wie so ein tropfender Wasser. Du hörst es gerade in der Nacht. Tagsüber hörst du es nicht. Ja, ja. Ja, klar, da hast du die Nebengeräusche, aber nachts. Nee, nichts zu ertragen. Das ist bei dieser Uhr nicht so. Und dieses klassische Bahnhofsuhrendesign ist meiner Meinung nach auch noch in 10, 20 Jahren eben aktuell, weil es zeitlos ist. Die Bestellnummer für diese wunderschöne Uhr, analoge Uhr mit Digitalanzeige, ist die NX6868 und die 569. Aluminiumrahmen haben wir ja auch, oder zumindest diesen Aluminium-Look. Ja, ja. Also sieht richtig toll aus. Also gefällt mir auch richtig gut. Ja, und ist aber eine vernünftige Uhr. Da weiß ich, bist du ein riesengroßer Fan davon. Braucht man in jedem Raum. Ich brauche in jedem Raum eine Uhr. Ja, ja. Also finde ich mal praktisch, wenn man im Badezimmer mal steht und mal eben gucken kann, ja, habe ich jetzt noch ein paar Minuten oder muss ich mich dann vielleicht beeilen, um zum Termin zu kommen, zum Bus zu kommen oder was auch immer. In der Küche sowieso, da ist sowas unerlässlich. Im Schlafzimmer habe ich die eben auch ganz gerne mal, dass man direkt schon, wenn man wach wird, mal eben kurz auf eine große Uhr gucken kann. Wie sieht es denn eigentlich aus? Kann ich noch ein paar Minuten oder muss ich schon wieder aufstehen? Also Sie merken schon, das macht durchaus Sinn, gerade auch mit Wochentagsanzeige, mit Datum also und mit Temperaturanzeige für 10 Euro. Schöner Artikel, klasse. Für jeden Raum super geeignet. Also das ist einfach zeitlose, schlichte Eleganz. Sieht einfach immer gut aus, egal in welchem Einrichtungsstil, egal ob es Gandhi-Style oder schön gemütlich, rustikal oder topmodern, geht immer. Passt immer. Mhm. Jawohl. Schöner Artikel bis jetzt. Und es geht mit Sicherheit auch schön weiter, da bin ich mir ganz sicher. Oh, jetzt wird es ziemlich klein, oder? Na ja, gut. Durchschnittlich. So. Da werden sich die Damen jetzt wieder freuen. Ich weiß, was es ist. Oh, ja, und pass auf, es ist hier ein Zweier-Set, was wir in der 10-Euro-Show anbieten können. Ein Zweier-Set von Handwärmern. Aber genauer gesagt nicht nur Handwärmern, sondern auch Powerbanks. Also das ist ein Ganzjahresprodukt und immer sehr, sehr gut zu haben. Zum Beispiel, um immer warme Finger zu haben. Gerade jetzt in den kalten Wintermonaten ist es Gold wert. Wir hatten es gerade von der Bahnhofsuhr. Wie oft habe ich stundenlang gefühlt auf diese Bahnhofsuhr geguckt, habe auf die Bahn gewartet und meine Finger sind mir abgefallen vor Kälte. Warst du bei dem einen Zug, der letztes Jahr Verspätung hatte? Hast du auf den gewartet? Der eine, ja, der eine einzige. Ja, und dann bist du wirklich so glücklich, wenn du nirgendwo rein kannst und da einfach ausgeliefert bist der Kälte, wenn du da deine Finger schön warm halten. Also Powerbank, Ersatzenergie fürs Handy brauchen wir alle. Wir machen ja ganz viel mit dem Handy. Unter anderem haben viele auch die Fahrkarten nur noch auf dem Handy. Richtig. Und jetzt noch Handwärmer. Im Zweierset habe ich das richtig verstanden. Richtig. Zwei Stück, also für die linke Hand und für die rechte Hand. Und ich glaube, gerade die Damenwelt wird das feiern, dieses Produkt, weil da die Hände doch meistens noch ein bisschen schneller kalt werden als bei uns Herren. Und dementsprechend fühlt sich auch, glaube ich, toll an, Diana. Du hast es hier gerade schön in der Hand, hast es auch sofort eingeschaltet.
Ja, wir haben diese Handwärmer schon bei uns bei allen Mädels. Wir haben jede 2 Stück genommen, weil das wirklich macht Sinn für jede Handtasche. Und ich möchte uns erinnern, auch wir waren beim Weihnachtsmarkt. Wir haben so gefroren, wirklich. Das war bis 9:30. Wir sollten bis 8:30 dort bleiben, weil wir könnten nicht mehr. Das war so kalt. Und jetzt, ich glaube, Februar steht noch vor uns, dann März. Das wird immer noch kalt. Also macht Sinn schon, solchen Gerät zu kaufen. Sogar haben wir 2 Stück dabei und natürlich Preis ist Wahnsinn. Weißt du, und eine Powerbank braucht man das ganze Jahr und auch im nächsten Jahr wird es wieder kalt werden, die Prognose wagen. Das ist Powerbank. Ja. Das ist auch brauchst genial. Du das ganze Jahr. Ja. Ein absolutes Ganzjahresprodukt, wie Ralf schon gesagt hat, kann jeder gebrauchen. Darüber freut sich jeder, gerade jetzt auch über die bisschen oder das bisschen Portion Wärme. Bisschen ist gut. Am besten jetzt direkt mehrfach bestellen. Sie dürfen das Zweier-Set ja auch bis zu 5-mal bestellen. Das ist ein super Geschenke-Hit. Also jeder, der diesen Handwärmer bekommt oder die Powerbank, je nachdem, wie Sie es nehmen, freut sich total, weil das ist einfach das Gadget aus diesem Winter. Bestellen Sie das jetzt mit der Artikelnummer ZX9231 und der 569. Sehr schön, Antti. Das ist vielleicht auch für die Kinder mal ganz interessant, wenn die morgens bei Eiseskälte da zum Bus laufen müssen. Sie wissen selber, Kinder haben dann auch ganz gerne oder Jugendliche mal ein Smartphone in der Tasche, da schlägt man 2 Fliegen. Mit einer Klappe reden wir über den Preisalarm in dieser Show. Und während Sie alle anderen Artikel gerne bis zu 5-mal pro Besteller ordern dürfen, müssen wir bei diesem Artikel auf 1-mal pro Besteller begrenzen. Aber in diesem Fall, ja, glaube ich speziell, dass Sie wahrscheinlich in den seltensten Fällen mehr als 1 davon brauchen würden. Ich habe versucht zu identifizieren, was an mir vorbeifliegt. Ich habe keine Chance. So auf die Schnelle, ja. Das ist ein digitales Kühl- und Gefrierschrankthermometer. Jetzt mit 2 Funksensoren, deswegen für Kühlschrank und Gefrierschrank, weil man ja nur doch gerade bei den Lebensmitteln im Kühlschrank und erst recht im Gefrierfach davon ausgehen möchte, dass die Temperatur immer konstant gehalten wird. Denn es geht hier um Kühlketten und so weiter, es geht um verderbliche Lebensmittel, nicht umsonst hält man sie im Kühlschrank bzw. im Gefrierschrank. Und damit Sie jetzt hier immer sehen können, wie sieht denn die aktuelle Temperatur im Kühlschrank oder eben mit dem 2. Messsensor eben auch mal im Gefrierschrank aus, möchten wir Ihnen dieses Kerlchen gerne dazu anbieten. Moderne Kühlschränke haben das mitunter, die haben so eine Komfortanzeige vorne auf der Tür. Das sind aber auch Kühlschränke, die mal schnell 700-800 € kosten können. Das ist zum Nachrüsten vielleicht auch mal für ältere Modelle geeignet. Jetzt sehen wir das natürlich im Film auf dem Tisch stehen. Das ist, also ein Steuermodul könnte man dort hinstellen, aber die anderen 2 gehören natürlich in Kühlschrank oder Gefrierschrank. Und was haben wir Reichweite? Weil mich interessiert das jetzt, weil ich den Gefrierschrank im Keller habe. 60 Meter. Ja, also, dann kann ich also praktisch 1 in den Kühlschrank machen, dann weiß ich, welche Temperatur da herrscht und die Gefriertruhe im Keller wird auch überwacht. Und zwar von der zentralen Stelle. Ich habe vorhin gesehen, da ist sogar ein Magnet hinten dran. Man könnte das an Kühlschrank haften sogar. Ja. Und gerade Kühlschrank. Ich habe keine Ahnung, was für eine Temperatur ich in meinem Kühlschrank habe. Ich habe eine Skala von 1 bis 6. Bei mir steht es auf 3. Ja, genau. Und ich bin zufrieden damit. Ja. Aber ja, ich wüsste jetzt nicht, welche Temperatur in meinem Kühlschrank ist. Ich glaube, mit so einem Thermometer weiß man es dann eben. Ja, es geht natürlich auch um Kühlkette. Und ich sag mal, Sie haben da Sachen drin, Sie haben da Aufschnitt drin, Sie haben da Fleisch gelagert, Sie haben Obst und Gemüse da drin. Mitunter die Getränke natürlich nicht zu vergessen. Und wenn dann auf einmal die Temperatur aus welchem Grund auch immer im Kühlschrank steigt, vielleicht ein Stromausfall, vielleicht ist das Gerät defekt oder irgendetwas funktioniert nicht mehr so, wie es eigentlich soll, dann verderben solche Sachen natürlich auch recht schnell. Ganz besonders natürlich auch im Gefrierschrank. Da haben Sie vielleicht mal ein bisschen zugegriffen, wenn es vielleicht mal ein Kilo Rinderhüfte gab oder sowas, was Sie sich dann immer ganz gerne zwischendurch mal eben wieder auftauen. Also es macht schon Sinn, dass man da die Temperatur ganz einfach mal im Blick hat. Aber du hast völlig recht, da bin ich ganz bei dir. Viele haben nochmal eine 2. Truhe irgendwo im Keller oder mal in der Garage oder sowas. Und das würdest du unter Umständen mal eine Woche gar nicht merken, wenn die kaputt wäre. Und dann wäre alles kaputt, was da drin ist. Und da lagern ganz schön Werte. Schauen wir mal auf Pearl.de, da kostet es 21 €. Wir haben es jetzt also noch mal halbiert. Für jeden Haushalt 1, müssen wir noch mal sagen, ist unser Preisalarm. Also maximal eines dieser Kühlschrank, Gefrierschrank, Thermostate pro Besteller. Aber wenn Sie eine Gefriertruhe im Keller haben, würde ich das auf jeden Fall machen, bevor mal ein Malheur passiert. Ja, es wird in unserem Wohnmobil gute Dienste leisten, schreibt uns der Gerd aus Drolshagen. Kühlschranktemperatur sofort ablesbar. 2 alte Thermometer
wurden direkt entsorgt. Und auch der Patrick aus München spricht ein Lob aus. Trotz dicker Betondecke zum Keller, wo der Gefrierschrank steht, funktioniert das Gerät zur vollsten Zufriedenheit. Das freut uns sehr, dass Sie damit zufrieden sind. Und so geht das quasi reihum weiter. NC3911 und die 569 ist ein hervorragender Artikel, einfach mal zum Nachrüsten, um wirklich auch sensible Lebensmittel ganz einfach ein bisschen weiter unter Kontrolle zu halten. Und auch das für mich ein Thema. Ich habe meinen Kühlschrank also auch auf 3 gestellt, was jetzt 1, 2, 3, 4, 5 bedeutet. Könnte ich jetzt auch nicht wirklich in Grad Gefühlt Celsius. Kalt genug. Ja, ist. Was sagt man jetzt 3? Ja? Da steht es ganz genau drauf und so wissen Sie einfach, alles in Ordnung und das Ganze funktioniert so, wie es sein soll. NC 3911 und die 569, unser Preisalarm, bitte nur einmal pro Besteller order. So. Weiter geht's. Tada. Oh, ein ganz kleines, süßes Paket. Von der Größe her würde ich wieder mal auf Schmuck tippen. Auf Schmuck, ne? Nee, das ist zu schwer für Schmuck. Nein, wir gehen. Das wäre zu schwer für Schmuck. Küche. Oh. Auch was sehr, sehr Süßes, das kann man sagen. Knuffig. Aber unter Umständen auch sehr nützlich. Ja. Es ist ein Dreier-Set, das kann ich gleich mal vorwegnehmen. Und zwar Mini-Salz- bzw. Pfeffermühlen aus Edelstahl, in der Mitte Acrylglas und unten ein Keramik-Mahlwerk. Das sind also wirklich vollwertige Gewürzmühlen. Ich könnte mir sowas vorstellen, im Urlaub mitzunehmen. Ja? Absolut, absolut. Also ich finde die richtig knuffig. Kennt ihr noch diese kleinen, bauchigen Salzstreuer? Die so leicht geriffelt sind mit der Edelstahlkappe oben drauf. Ja, klar. Ja, so ganz klein, ungefähr so 2 Zentimeter groß. Mhm. Hatten wir früher mit Sicherheit 20 Stück im Schrank stehen. Und immer wenn Gäste kamen, hat meine Mutter die immer so davor vor den Teller gestellt. Also findet man heute in Haushalten auch noch, aber ich glaube, so etwas ist doch mal um ein Vielfaches schöner. Eine Mini-Gewürzmühle, einfach zum selber Nachwürzen, finde ich absolut totschick. Pass auf, warum ich auf Reisen gesagt habe, das schreibt nämlich hier auch die Katja aus Eitorf. Die schreibt uns, auf Reisen eigentlich unverzichtbar, wenn man nicht unbedingt die unhygienischen von 1000 anderen angefassten Streuer in die Hand nehmen möchte. Also das ist natürlich schon, weiterer Vorteil ist, du malst ja frisch, du weißt, was du an Gewürzen verwendest. Und hier schreibt uns auch der Aaron aus Hamburg, diese Streuer sind leicht zu gebrauchen, sehen edel aus, passt garantiert auf jeder Tafel. Für diesen Preis nicht zu schlagen, sehr empfehlenswert. Ich möchte da noch mal betonen, es ist ein Dreier-Set dieser Gewürzmühlen. Was macht ihr zwei gerade? Wir gucken. Wie viel sind das jetzt? Sind jetzt 3 Stück oder was? Drei Stück sind das für 5 €. Edelstahl. Wir sind in der 10 € schon. Aber für 10 €. Entschuldigung, ja natürlich. Ja, also 3,33 € pro Stück. Ich bin gerade immer noch geflasht von der Aussage unseres Kunden. Ja, natürlich, wenn du in einem Restaurant sitzt und hast du diese Salz- und Pfefferstreuer. Ich habe noch nie gesehen, dass einer den Tisch abwischt, klar. Aber Salz- und Pfefferstreuer habe ich noch nie gesehen, dass da mal einer mit dem Lappen drüber geht. Ist es auch verklebt und du weißt ja nicht, wie alt ist das Salz, was ist es für Pfeffer. Ja, hast du deine eigenen Gewürze mal dabei. Und ich glaube, es ist auch beeindruckend, wenn du selber mal Gäste hast. Zum Frühstück stehen dann diese Streuer auf dem Tisch. Genial. Das ist mit Sicherheit der gleiche Effekt, den wir gerade hatten. Guck mal, wie süß. Die Bestellnummer ist die NX5995 und die 569, ein Dreier-Set aus Edelstahl, Keramikmalwerk. Und jederzeit mitzunehmen. Ein Eigengewicht haben sie nicht groß. Und man macht die Gewürze seines Vertrauens rein. Ich könnte jetzt auch mir vorstellen, weißen Pfeffer, schwarzen Pfeffer, Salz. Ja. Und dann habe ich eine Gewürzmühle dabei. Stark. Überall, wo ich hingehe. Sehr schön. Die Show gefällt mir. Da sind schöne Sachen dabei. Nützliche Dinge, schöne Dinge. Ja. Jawohl. Ein Karamba. Dann machen wir. Oh, das ist auch interessant. Jetzt habe ich aber 2 Produkte. Gibt es sie jeweils für 5 €? Für 10 €, Entschuldigung. Ich darf dir mal das erste geben. Wir fangen mit der Dreifachsteckerleiste an. So eine Steckerleiste kann man immer gut gebrauchen. Habe ich gerade gesagt, genau. Entschuldigung, jetzt rede ich gerade mit der Regie. Mhm. Fangen wir also mit 3 an? Wir fangen mit der Dreifachsteckdosenleiste an. Guck mal, so sieht das aus. Ich habe vergessen, dass Sie nicht hören, was wir hören. So, Mehrfachsteckdosenleiste. Ich glaube, da werden Sie mehrere von im Haushalt haben. Sei es in der Küche mal, um mehrere elektronische Geräte anzuschließen. Hast du Stimmen sei es mal in deinem im, Kopf? Im Wohnzimmer natürlich für Fernseher, für Stereoanlage, für Spielekonsole, für Router und so weiter. Also im Computerbereich natürlich ebenfalls. Nur, Sie kennen das Thema mit den Standby-Konsolen.
Kosten, was ja für viele mitunter auch ein Kostenfaktor ist. Denn wenn man natürlich elektrische Geräte, ich sag mal, komplett vom Strom trennen möchte, weil sie sonst ein gewisses Standby-Strom verbrauchen, hat man normalerweise die lästige Aufgabe, in der Küche beispielsweise die Kaffeemaschine rauszuziehen oder den Fernseher aus der Steckdose zu nehmen oder den Computermonitor unterm Schreibtisch, zack, immer aus der Steckdose rauszuziehen. Das ist natürlich völlig vollkommen lästig und unnötig. Hier haben Sie eine Mehrfachsteckdosenleiste mit 3, wir werden es auch gleich mit 5 oder 6 kennenlernen, 5, die Sie ganz einfach zu- bzw. abschalten können. Und Sie sehen natürlich, ob auf der Steckdose Strom drauf ist oder nicht. Wenn das rote Licht hier leuchtet auf Ihrem Schalter, dann wissen Sie, da ist Saft drauf. Wenn der Stecker aus ist bzw. das Lämpchen nicht leuchtet, dann wissen Sie, da kann auch kein Standby-Strom mehr fließen. Ein sehr schönes und optisch auch ansprechendes Modell, wie ich persönlich finde. Also dafür musst du dich nicht schämen. Das Ding, was bei mir in der Küche hängt, ist abgrundtief hässlich. Hängt wahrscheinlich auch schon von 3 Vormietern da. Ist praktisch, aber nicht schön. Ich finde das mit dem Stromsparen schon super, aber auch Bequemlichkeit. Also ich habe das 5er, was wir gleich haben, auch für 10 Euro bei mir in der Küche. Und zwar habe ich ja eine Ecke, wo fast alle Geräte stehen, da habe ich genau 2 Steckdosen. Man braucht in der Küche immer mehrfach Steckdosen. So, da kommt mein Wasserkocher, mein Eierkocher, meine Kaffeemaschine, mein Toaster. Mittlerweile habe ich auch noch einen einen Sandwichmaker. Ja. Die sind da eingesteckt und ich schalte das zu, was eben was brauchst, oder ab, was ich nicht brauche. Nur eins ist unter Dauerstrom, das ist nur ein einziges Gerät. Die Kaffeemaschine. Mir. Woher weißt du das bloß? Du bist ein offenes Buch. So, jetzt eingeblendet die 5-fach-Steckdose. Aber ich glaube, für beides haben wir viele Einsatzmöglichkeiten. Standby-Strom sparen, Bequemlichkeit, weil man zu wenig Steckdosen hat. Und das Einzelschaltbar halte ich für sehr wichtig. Ja. Vor allem so normale Steckdosenleisten sind ja schon total teuer. Ne? Ich war total überrascht, als ich mal welche brauchte. Braucht man ja immer, irgendwie hat man immer zu wenig Steckdosen, ne? Gerade auch in älteren Wohnungen. Es sind einfach chronisch zu wenig Steckdosen. Deswegen ist es super gut. Und ich sage Ihnen, die sind super günstig dafür, dass Sie auch noch diese Schaltoption haben. Schick sehen sie auch noch aus. Die kann man also guten Gewissens auch mal offen zeigen, zum Beispiel in der Küche. Aber natürlich auch rund um den Fernseher super, rund um den Schreibtisch. Egal, ob die 3-fach- oder 5-fach-Mehrfach-Steckdose, am besten greifen Sie hier direkt zu und decken sich damit ein. Tauschen gerne auch mal die olle, alte, braune Mehrfach-Steckdose. So eine habe ich nämlich noch zu Hause. Oh ja. Einfach mal aus. Ist auch ein Sicherheitsaspekt, hat zum Beispiel auch Michelle A. aus Schulzendorf geschrieben. Sie hat uns einen Kundenbeitrag hinterlassen und schreibt da, ich kann jedem nur empfehlen, sich eine einzelne abschaltbare Steckerleiste zu kaufen, denn man spart nicht nur Strom, sondern verhindert auch, dass Geräte bei einem Blitzeinschlag kaputt gehen. Da hat sie recht mit. Also macht Sinn zu bestellen, die 5-fach-Steckdosenleiste, die Sie gerade eingeblendet sehen, mit der PX1832569, die 3-fach-Steckdosenleiste. Jana, aufwachen! 1830 und der 569. Erst buzzern, dann wird Diana wach. Könnt ihr wissen, da könnte jetzt so ein Nackenhörnchen drin sein, oder? Wo man sich drauflegt und schläft oder eine Kuscheldecke. Bist du wieder wach? Leichtes Stretching mal zwischen den Präsentationen, Das ist Freitag, okay. So, was ist das denn? Sind diese Zeichentableaus, diese Schreibtafeln. Ich bin immer wieder fasziniert, was man in der kurzen Zeit alles zeichnen kann, wenn man bei uns in der Produktvorbereitung ist. Da haben wir nämlich eine Künstlerin und die mal total gerne mal ebenso auf diesem, ich wollte jetzt sagen Tablet, aber auf diesem Schreibpad rum. Das ist so cool, einfach mal zwischendurch seiner Kreativität freien Lauf zu lassen oder mal zwischendurch einfach Notizen zu nehmen, wenn dir mal kurz was einfällt. Ich würde das zum Beispiel standardmäßig auf der Küchenablage liegen lassen, weil dir fällt immer irgendwann irgendwas ein, was auf den Einkaufszettel muss. To-Do-Liste, Einkaufsliste. Klar, also für Erwachsene auch wirklich toll Notizen machen. Vielleicht auch Nachrichten für den Partner, wenn man sich aus irgendeinem Grund mal nicht sieht an einem Tag. Aber ich bin halt bei den Kindern, weil alle meine Enkel haben diese LCD-Schreibtafeln. Das ist ein Highlight. Ja, die sind beschäftigt. Lange Autofahrten, kein Problem. Da malen sie Restaurantbesuche, wenn ihnen langweilig wird, malen sie. Ja, und auch ansonsten sind die sehr, sehr viel in Gebrauch. Und vor allem, du kannst sie halt immer, immer, immer wieder beschriften. Und das finde ich das Tolle. Also für 10 Euro, die sind übrigens mehrfarbig. Das ist hier das Außergewöhnliche noch. Man malt also nicht nur in Weiß drauf, wie normal bei anderen LCD-Schreibtafeln, sondern du hast automatisch durch das Malen verschiedene Farben drin. Ja? Und jetzt das ist einfach genial. Zeig dir wieder mal. Das ist wirklich fantastisch. Also, ich habe mal wieder ein bisschen ergänzt in dieser Zeichnung. Erratet ihr, was von mir kam? Ja,
genau, der Schnurrbart. Zinsen? Da haben wir eben einen Franzosen draus gezaubert. Weißt du, an was mich deine Zeichnung jetzt gerade erinnert hat? Aber nur aus der Entfernung, ich sehe es ja nicht so genau. Das die drei ist Mr. Spock. Das ist Mr. Spock hier. Das ist die drei Musketiere, oder was? Das ist nein, künstlerische Freiheit. Nein, von hier gibt es doch diesen, bei Homer Simpson gibt es doch diesen Mo. Ja. An das Bild. Ja, genau, an das Bild. Ah, das erinnert mich. Aber hier, nur hier aus dieser Perspektive. Ist Reinstar. Ja, aber dann darf jeder sehen, was er will. Und ich muss sagen, ich bin also für meine Enkel. Für Enkel würde ich das auf jeden Fall kaufen. Aber kein Kind auslassen, sonst gibt es Ärger. Das muss wirklich jedes Kind haben. Aber ich finde es ein Highlight, diese LCD-Schreibtafeln. Die sind echt klasse. Für groß und klein gleichermaßen. Also da auch gerne wieder mehrfach bestellen. Das lohnt sich hier immer bei der 10-Euro-Show. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass man sich schon mal bei einer langen Autofahrt zum Beispiel um dieses Malpad streiten wird. Stadt, Land, Fluss beispielsweise. Gute Idee. Ich sehe was, was du nicht siehst oder sowas. Ja? Ja. Tic-Tac-Toe, kannst du noch aufstehen? Ja, ganz genau, genau. Sonst brauchst du ja jede Menge Geld. Ja, also brauchst du Papier, du könntest ohne sogar, Ende. Weißt du, auch Kniffel oder ähnliches kannst du spielen. Mit zwei dann hast du deine, hast du immer wieder das Gleiche. Schiffe versenken wäre möglich. Schiffe versenken, ja, also wir haben unendlich viele Möglichkeiten. Alles kreativer als auf dem Handy zu laden, wenn sie mich persönlich fragen. Also Diana braucht, glaube ich, neue Schuhe. Die sind gefährlich. Alles klar bei dir, das war heute schon mehr als einmal. Mehr als einmal. Irgendwie sah das jetzt aus wie die Freiheitsstatue hier mit dem in der Hand. Ja? Mhm. Es ist eine Fackel. Nein, ich muss korrigieren, Entschuldigung. Es sind zwei. Es ist ein Zweierset Gartenfackeln, solarbetrieben, das heißt keine Stromversorgung notwendig. Und die haben diesen wirklich sensationellen Flammeneffekt, den wir hier im Zuspieler sehen. Aber wir werden auch gleich hier bei uns im Studio sehen, sobald es dunkel wird, durch den Dämmerungssensor automatisch einsetzend. Und ich finde das genial. Also diese Fackeloptik ist für mich ein absoluter Blickfang, ein absolutes Highlight. Ja, also Licht kann jeder. Mhm. Ja, mal eben Licht anmachen irgendwo oder mal irgendwo Licht hinsetzen, ist ja okay, ist ja auch ganz nett. Aber ich bin immer wieder fasziniert, was man mit moderner LED-Beleuchtung alles hinbekommt. Also gerade so dieser Feuereffekt, den man hier hat, der erinnert mich so ein Stück weit an edle Hotels, an ganz besondere Fernsehshows und so weiter. Man kennt das, wenn da so die Protagonisten mal so einen roten Teppich lang schreiten und dann rechts und zufällig links. Zufällig eine Rose in der Hand halten. Ja, zufällig eine Rose in der Hand halten. Ja, also sowas dann eben. Mhm. Da sieht man so diese Fackeln mit echtem Feuer natürlich dann häufiger. Also auch mal, das sieht immer wirklich wunderschön aus. Jetzt hat echtes Feuer natürlich so seine Tücken. Zum einen muss man das Brennmittel immer nachfüllen. Zum anderen ist es natürlich auch ein Stück weit gefährlich. Hier haben sie quasi die identische Optik, aber müssen sich um nichts weiter kümmern. Da musst du nichts nachfüllen, du musst nichts einschalten, gar nichts. Da ist ein Dämmerungssensor drin, die gehen automatisch an und laden sich tagsüber automatisch vom Akku her wieder voll. Und schön groß sind sie auch noch. Muss noch mal betonen, das ist ein Zweierset zur Größe. Wir haben hier zusammengesteckt 78 cm, also das ist wirklich eine sehr große Höhe. Und schreibt die Doris aus Wetter, am Eingang sind die Fackeln immer ein angenehmer Hingucker. Auch im Garten wecken sie die Aufmerksamkeit. Sie wirken absolut natürlich und echt. Und die Marianne aus Neumarkt schreibt, sehen gut aus. Auch aufgrund der Größe heben sie sich ab. Und sie dürfen auch hier bis zu 5-mal zugreifen. Das war ja 5-mal 2. Hey. Da hattest du ein ganzes Licht mehr. Oh Gott, das ist bei dir, Ralf, ne? Nein, nicht ganz. So. Ja, aber ich könnte mir das auch bei mir vorstellen. Ganz sicher auch. Ja, also so könnte ich mir das bei mir zu Hause auch vorstellen, wie das, was wir da gerade sehen. Also bei mir wäre rechts der Swimmingpool gewesen, also deshalb war das nicht bei mir zu Hause. Müsste ich noch Lotto spielen. Nein, ich habe leider keinen Swimmingpool. Du aber um einen Teich herum. Wenn man im Garten einen Teich hat, könnte ich mir das auch gut vorstellen. Oh ja. Aber das ist ja installationslos. Ja. Und Energie brauchst du auch keine. Das ist bei mir. Das sieht genial aus. Überall, denke ich. Die Bestellnummer ist die NX6371 und die 569. Und das ist mal ein würdiger Abschluss unserer heutigen 10-Euro-Überraschungsshow. Ja, also war ein schöner Artikel mit dabei. Ich fand also diesen Thermo- und Hygrometer, den du mit Handy verbinden konntest. Dieses nagelneu, ganz zu Beginn fand ich großartig. Die Verlängerungsideen mit den 3- und den 5-Verstecknern zum Abschalten, klasse. Also da war einiges dabei, was ich mir sofort bestellt hätte jetzt an ihrer Stelle. Viele von Ihnen haben das auch schon getan, deswegen vielen Dank für Ihre zahlreichen Bestellungen. Viele Neukunden auch immer wieder mit dabei. Der 5 und der 10-Euro-Überraschungsshow. Das war die 10-Euro-Überraschungsshow. Und ich möchte wetten, auch Sie haben sich mal ordentlich mit ein paar Schnappern eingedeckt. Da war ja wirklich einiges mit dabei aus unterschiedlichen Produktgruppen. Deswegen sagen wir Dankeschön, dass Sie es ausgehalten haben mit uns. Vielen Dank für die Bestellungen und viel Spaß im weiteren Programm.